Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einem Video und zwar Super Mario Maker 2 zusammen mit mir, MG Muss, mit auf dem Gaming Ninjas Kanal. Und ja, wir sind immer noch bei den bestbewertesten Leveln insgesamt in Super Mario Maker 2. Platz Nummer 7. Ich gehe im Übrigen nach unten, also absteigend. Von der Platzierung Top 1 hatte ich im letzten Video. Wenn ihr das verpasst habt, guckt da auch mal rein. Jetzt sind wir bei Platz 7 von einem Japaner mit 78% Abschlussrate. Level-ID seht ihr ja, falls ihr selber Bock habt, es zu spielen, es zu versuchen. Und ja, wie gesagt, Facecam ist auch am Start mittlerweile, weil ich Bock drauf habe und ihr, glaube ich, gerne seht, wenn ich failen tue, wenn ich mich ärgere. Ne? Also sowas ist auch was Schönes. Ah, hier werden die Coins heruntergefallen. Mensch. Hallo, Mäuschen. Pau! Okay, das ist eine Endlos-Pau-Maschine hier gerade. Ich nehme mal die hier mit. Es verwirrt mich mittlerweile, dieses Level. Ich glaube, ich muss hier rüber. So, schätze ich mal. Oh, hier in die durchsichtige Röhre. Geiler Scheiß. Ohne Witz, geiles Level. Nicht schwer, aber echt geiles Level. Es ist hardcore verwirrend zwischendurch, aber cool. Coole Sache. Cool, cool, cool. Also, ich habe mich ja zu Recht schon gefreut auf die ganzen User-erstellten Maps. Und da sind echt geile Dinger dabei. Im Übrigen, in dem Stream, was ich letztens gemacht habe, wollte ich mal erzählt haben, gab es eigentlich nur von euch irgendwie Levels, also von der Community raus, die aktiv zugesehen haben. Und da waren auch echt geile Dinger bei. Oh, hier gibt es einen Spring umsonst. Achso, da kann ich sogar hoch. Warte mal. Dann tue ich da hoch. Ups. Dann wollte ich jetzt eigentlich nie so weit kicken. So, Mario, leg den ungefähr hier ab. Da ist er gut. Oh, hier sind noch ein paar Münzen. Super. Kriege ich ein Dingens für. Ja, du triffst mich nicht. Ciao. Ich habe da etwas nach unten geworfen. War das gut oder war das schlecht? Ich glaube, das war nicht so gut. Oh, hier den Spring betätigen. Zack. Das war auch nichts, oder? Ich muss hier durch. Ich würde gerne aus dem Loch kommen, ohne irgendwie... Ne? Und mal einen Pilz. Ah, der Spring. So. Und zack. Gucken wir mal. Ihr seid nicht eingesperrt. Aber jetzt seid ihr tot. Ah, jetzt kann ich den... Ah, jetzt habe ich hier einen Spring. Also den On-Off-Dingens brauche ich nicht. Brauche ich den? Oh ja, brauche ich. Okay. Kann man mal machen. Aber die kann ich auch nach unten betätigen, oder? Ach, hier kann ich ja keinen... Ja. LOL! Okay. Es ist für die Angsthasen unter uns. Gut zu wissen. Aber immer schön nochmal solche Dinge angebracht. Wenn ich den hier so mache und den hier so und den hier so. Ah. Eine Ränke, die mich nach oben bringt. Sehr elegant. Hallöchen. Ich kann dich jetzt nicht unbedingt gebrauchen, deswegen schicke ich dich schon mal vor. Was hältst du davon, wenn ich dich vorschicke? Dann habe ich da weniger Probleme mit dir. Oh, hier komme ich nur raus. Hallöchen. Wie wär's denn mit uns beiden? Oh, was muss ich hier machen? Hier kommt ein Spring runtergefallen. Ah, so. Vielen Dank. Nehme ich gerne an, dass ich hier hochkletter. Hier sind ein paar Münzen.
Okay. Eine Cooper-Vernichtungsmaschine, oder wie? So endlos Coopers töten. So, Spring mit Wölkchen. Muss jetzt nicht sein. So. Ich mag ja Super Mario World. Mag ich ja extrem gerne, muss ich auch sagen. Ja, das weckt Erinnerungen an meine Jugend. Man muss sagen, ich habe mit 8 habe ich ein Super Nintendo geschenkt bekommen, zugleich einen Fernseher dazu, dass ich auch immer zocken konnte. Und Super Mario World war halt das erste Spiel darin. Ja, und das hat Spaß gemacht. So, 69% Durchlaufrate in diesem Local Solutions. Rätsel kurz und knackig. Okay, bin gespannt. Ich mag aber jedes Super Mario Setting vom 2D und macht halt echt Spaß, sowas. Für zwischendurch. Und dann habe ich hier einen Durchgang. Das ist ja schön. Dann kann ich hier rein. Was kann ich aktivieren, um hier weiterzukommen? Ich glaube, hier diese Bombe. Diese Bombe macht was? Ah, okay. Macht das. Schön, schön. Und wenn ich jetzt den aktiviere und hier hochgehe, kann ich hier rum. Hab hier einen Pau für was auch immer. Oh, hier kann ich nicht durch. Das steht schon mal fest. Ich bin verwirrt. Ich bin echt hardcore verwirrt. Was bringt mir das jetzt, wenn ich dies betätige? Okay. Der schickt eine Bombe los. Okay. Dann habe ich das machen können. Was hat mir das jetzt gebracht? Die bringen mir erstmal nichts. Ah. Auch nicht. Jetzt muss ich erstmal abwarten und Tee trinken, oder wie? Nee. Ach, hier kommt eine Bombe raus. Nett. Die aktiviert hier nochmal. Ups. Nein. Das wollte ich nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Muss man wieder Glück haben, dass man ja auf dem höchsten Punkt springen kann. Nicer, nicer. Was flitzt hier rum? Ist eine Münze. Hier sind einige Münzen. Ah, die 30er-Coin können wir uns schon mal mitnehmen. Die können wir uns schon mal genehmigen. Da tun wir auch. So, muss ich hier rüber? Ja, hier komme ich nicht rüber. Sehr schön. So. Ich habe auf jeden Fall hier. Keine Ahnung, was ich hier habe. Also hoch hier kann ich momentan nicht. Wieso? Wenn ich den... Der trollt mich. Merkt ihr es? Jetzt habe ich den hochgeplüppt. Was bringt... Ah, okay. Habe ich den hier hochgeplüppt? Habe ich den Block getötet? Ach, hier ist eine Ranke entstanden. Danke, Ranke. Können wir mal nehmen. So, jetzt kommen wir hier raus. Haben wir hier einen Pau betätigt. Okay, dann können wir hier durch. Haben das hier betätigt. Haben dort eine Plattform und können hier rüber. Da, hier ist der Trollomat 20.000 unterwegs. Da, wieder ein Pau. Danke. Was hat mir das Pau wieder gebracht? Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich verwirrt bin, ist nicht gut. Hier kommt wieder eine Bombe raus. Die zerreißt genau dort. Perfekt. Okay. Wie gesagt, mir geht schon langsam die Zeit aus. Aber wo bringt mich dieses nette Ding hin? Hier hin. Achso, jetzt komme ich hier rüber, über die Tür, zu der Tür.
Nettes Rätselchen. Aber mir geht halt zwangsläufig gerade mal, glaube ich, die Zeit aus. Ja, oder auch nicht. Das hat sich, glaube ich, mal so erledigt mit der Zeit. Dass mir die knapp wird. Schön, 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 schön. Sehr rätsellastig. Ich habe halt ganze fucking 4 Minuten für gebraucht. Aber ich glaube, das sind so Level, die musst du öfters machen, dass du die schneller durch hast. So, machen wir die hier. 22,16% Erfolgschancen. Also, Durchlaufquote. Ist eigentlich relativ geil. Gucken wir mal. Klassisch mit Thema. Ich bin sehr gespannt. Wow. Das Steppengras muss man auch erstmal erkennen als Hindernis. Okay, ab in die Tiefe mit uns. In die Tiefe. Komm mal her. Du bist doch sicherlich essentiell wichtig. Okay. Gab es ein paar Münzen to go. Einen Pilz, den nehmen wir gerne. Pilz ist was Feines. Was waren die Abschlussrate? Irgendwas mit 80%, oder? Nee. 80% wäre heavy für ein Level. Aua! Das kommt ja hier einfach von der Decke gefallen. Was soll denn dies? Das nenne ich fies. So, au. Hier kommt der Pilz. Mich juckt's hier gerade. Was soll denn das? Richtig schlimm hier. Ich wollte da hoch. Ich will hier hoch. Hallöchen. Ich habe mich mal über dich gestellt. Boah, gerade noch so in die Röhre gekommen. Oh, hier ist ein Checkpoint. Das finde ich ja schon mal fair verteilt. Oh, hier kommen wir aus der nächsten Röhre raus. Kriegen Pilz. Direkt. Na, danke. Läuft ja schon mal wunderbar. Da hat es der Pilz ja voll gebracht. Jetzt muss ich... Nicht fallen, wollte ich sagen, eigentlich. Aber jetzt müsste hier irgendwo ein On-Off-Switch sein, oder? Ja, hier ist er. Haben wir den mal betätigt. Dann können wir... Nee, hier runter. Und hier rüber. Hoffe ich mal. Wunderbar. So, hier in die Lüfte. Oh, hier zermalmt sich gleich jemand einen Weg. Danke. Oh, hier gleich nochmal, oder wie? Oder was? Da ist er ja, der Unhold. Auf einmal ist man tot. Auf einmal kommt er von der Decke gefallen. Eieiei. So, dann halt nochmal. Keine Müdigkeit vor Schützen. Das kriegen wir hin. Hoffe ich mal. Yep. Oh, wieder richtig reingerasselt, weil zu schnell. Das ist immer sehr klug, was ich mache, wenn ich da irgendwo sehr voreilig wo reinrassel und keine Geduld habe in mich selber. Naja, ist halt so, kann man nichts machen. Dann sind wir halt wieder unnötigerweise gestorben. Oh, dieses Mal hier nicht. Oh, der hier war hier. Oh, den muss ich dann auch irgendwie entkommen. Das machen wir mal so. Dann sind wir, glaube ich, gut in Sicherheit. Und das sind wir auch. Ich hätte fast gern nochmal so einen Sicherheitspilz. Oder ein Fähnchen. Das nehme ich auch. Also gegen Fähnchen habe ich jetzt auch nichts einzuwenden. Das ist auch so eine Sache. Die kann man nehmen. So, du bist mein On-Off-Switch. So kann man es auch machen. Schon können wir in die Röhre rein, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen, irgendwie abzuplöppen. So, da betätige ich mal nicht. Jetzt hier runter. Wieso denn da? Alter, das Steppengras oder was auch immer das ist. Ach, das war das. Jetzt arbeite ich mich da durch, oder wie? Lol. Jetzt
arbeite ich mich echt durch die ganzen Ebenen. Ich find's lustig. Dann ist hier nochmal eine Röhre fürs Ziel, oder wie? Ist ja mega lull. Läuft. Mit dem hätte ich eigentlich rechnen können, dass ich nicht springen kann, wenn ich da drauf hüppe. So, einmal gestorben. Ist eigentlich voll in der Norm, würde ich sagen, bei dem Level. Tolles Ding. Schöne Idee. Jetzt nichts Spektakuläres, muss man auch sagen. Aber ein schönes Levelchen. So, man stirbt sogar öfter. Super Mario Sunshine Sand Bird. Hört sich interessant an. 42% Abschlussrate. Höher als das vorherige. Also das muss schon um einiges einfacher sein. Wo aber jetzt das auch nicht schwer war. Das vorherige. Deswegen, mal gucken. Wie einfach es ist. Ab durch die Tür. Am Ende kann man nur an einer Stelle sterben oder so. Hier wäre der Endscreen. Hier. Hallo Sonne. Ich lasse mich mal treiben. Ich werde jetzt nicht aktiv handeln. Sondern nur aktiv die roten Münzen einsammeln. Das ist auch schon, glaube ich, das Einzige fürs Erste, was ich hier aktiv machen werde. Ich muss aktiv sterben. Ey, ohne Witz. Wie habe ich das jetzt fertig gebracht? Ich krieg doch nie im Leben die rote Münze jetzt wieder. Oh, man muss Prioritäten setzen. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine rote Coin. Vielleicht eine so zusätzlich oder das ganze Level geht nochmal zurück. Oder es gibt noch mal eine Exit-Tür. Also auf jeden Fall habe ich das erste Ding verkackt. Das können wir schon mal festhalten. Aber egal was das ist, ist es lustig. So, da ist eine Rücksetztür. Das ist schon mal sehr super. Für so Leute wie mich. Also, mir fehlt ja im Prinzip nur die erste Coin. Das ist so ziemlich das Einzige, was mir fehlt. Da wären noch zwei andere Türen. Ich weiß ja nicht, für was die sind. Aber wie gesagt, ich brauche ja nur die erste. Das werden wir auch versuchen, dass man da. Also nicht die erste, die zweite. Die zweite habe ich verkackt. Bevor dass ich hier einen Blödsinn erzähle. Ey, wieso stehe ich jetzt hier auf einmal? Das geht so nicht. Oh, Schlüsselhammer. Ab dafür. Oh, alle lauter fliegende Blöcke. Da können wir ja bis zum Ende fliegen. Haben wir gemütlich Zeit. Ich könnte die Dinger aber auch zerstören. Oder nee, Drehsprung oder sowas geht ja nicht. Kann ich nur von unten dagegen hüpfen. Ja, so ein Wump nach unten kam ja erst später. So, ich hüpfe mal. Ich gebe mal Gas. Und gehe durch diese Tür. Die mich ins Ziel führt. Perfekt. Perfekt, auch ein schönes Löffelchen. Dann haben wir die Nummer 11 auch geschafft. Wohlgemerkt, in 40 Sekunden schaffbar das Level. Ich habe gnadenlos zu lange gebraucht. Ja, okay. Aber wir sind am Ende dieser Folge schon wieder angelangt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Vorzugsweise eure eigens erstellte Level. Oder Level, die ich mal probieren soll. Immer rein damit in die Kommentare. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Ich sage ciao und tschüss. Bis morgen.